Ja, wir haben jetzt hier den Hauptveranstalter Hannes Brecher der heutigen Anti-Corona-Demonstration. Ich darf gleich die Frage an Sie richten. Um was geht es euch heute? Was ist das Anliegen und was sind eure Forderungen? Wir treten an gegen die Corona-Diktatur. Es darf aber auch nicht passieren, dass aufgrund eines PCR-Tests, der aussagelos ist, die ganze Wirtschaft lahmgelegt wird. Ein Test, der auf Aminosäuren-Schnipseln basiert, der weder Corona noch Influenza unterscheiden kann. Und auf das basiert, das ist die Grundlage von Herrn Kurz, dass die ganze Wirtschaft lahmgelegt wird. Dass Leute eingesperrt werden in Pflegeheimen, dass Kinder mit Masken herumlaufen müssen und mittlerweile auch Leute verprügelt werden in den U-Bahnen. So darf es auf keinen Fall weitergehen. Und wir werden so lange auf die Straße gehen, bis die Regierung weg ist. Das heißt, euch gehen die Corona-Maßnahmen zu weit, zum einen. Und zum anderen habt ihr Zweifel, inwieweit auch die Zahlen stimmen, weil die Tests nach eurem Dafürhalten nicht ganz in Ordnung sind. Wir haben seit gut 3 Monaten gibt es keine Pandemie mehr. Und trotzdem gibt es laut Regierung wieder eine Pandemie-Cluster, wie so der Kurz sagt und der Anschober. Und das ist einfach nicht richtig. Diese Tests zeigen angeblich Infizierte auf, die es nicht gibt. Wie gesagt, jeder hat wahrscheinlich in uns SARS-CoV-2-Viren in uns. Darum ist der Test komplett aussagelos. Und somit sollte man wieder zum normalen Wirtschaft zurückgehen, wie es eigentlich gehört. Was ist denn das Programm für die heutige Veranstaltung? Es gibt ja auch einige Redner. Ich habe gesehen aus dem wissenschaftlichen Bereich, was ist denn heute zu erwarten? Wir haben den Dr. Breifler da und verschiedene Ärzte und die werden dann ins Detail darauf eingehen, was und was für Gründe hat. Wir haben auch Journalisten da und Juristen da und die werden auch aufklären, was eigentlich Sache ist und dass das Corona mittlerweile wirklich ein Narrativ ist. Wir bestreiten nicht, dass es Corona gibt. Corona gibt es genauso wie die Influenza. Sie ist absolut nicht tödlich, im Gegenteil, die Influenza hat sogar mehr Tote dieses Jahr gehabt als Corona-Tote. Wir sind jetzt momentan angeblich bei 27 Toten, was man auch nicht nachweisen kann. Und wir stehen einfach dafür ein, dass Leute, die in Sterben liegen, dass man die nicht alleine zurücklassen kann. Und auch die Angehörigen, dass man die nicht zu ihnen lässt. Das darf eigentlich in einem Land wie bei uns nicht passieren. Zum heutigen Tage findet auch zeitgleich eine Demonstration in Berlin statt mit einem unglaublichen Zustrom. Es sind hier einige hunderttausend Menschen. Das war auch schon vor, ich glaube, 2 Wochen der Fall. Inwieweit gehören diese 2 Veranstaltungen also in Berlin und hier zusammen? Ist das ein ähnliches Anliegen? Ist das purer Zufall? Also es ist kein Zufall. Die Querdenker haben sich an uns gewandt. Die haben mitgekriegt, dass wir da Demonstrationen machen. Wir haben kleine Gruppen zusammengefügt zu einer ganzen und dann den Dachverband der Querdenker. Und wir wollen da ein gewisses Branding in Wien schaffen. Wir wollen größer werden. Und wir werden so lange auf die Straße gehen, bis die Regierung weg ist. Geschichte ist. In Berlin war es ja gar nicht so einfach, diese Demonstration zustande zu bringen. Es wurde hier zuerst untersagt, dann erlaubt, dann heute unter Auflagen genehmigt, mittlerweile aber schon wieder abgebrochen. Wie ist es euch hier in Wien, in Österreich gegangen, hier diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen? Gab es ja auch Widerstände. Wie kann man sich die Situation vorstellen? Also zum Glück ist bei uns in Österreich noch anders. Wir haben mit der Polizei ein sehr gutes Verhältnis. Bei uns gibt es das zurzeit noch nicht, aber vielleicht auch aus diesen Gründen, weil wir noch auch momentan noch relativ klein sind. In dem Moment, wo wir wahrscheinlich 1 Million auf die Straße bekommen, wird es höchstwahrscheinlich auch bei uns anders werden. Aber am 9.9. soll ein neuer Pakt kommen. Da geht es um die Corona-Verordnungen und ums Epidemiegesetz und auch ums Tuberkulose-Gesetz. Und ab diesem Zeitpunkt könnte es wirklich sein, dass uns der Anschober dann wieder einsperrt und darum müssen wir jetzt stark auftreten und gemeinsam die Leute auf die Straße bringen, dass sie bei uns endlich was ändert. Weil so kann es nicht weitergehen, dass man die Wirtschaft wegen eines angeblichen Virus gegen die Wand fährt. Wie viele Leute erwartet ihr euch für heute? Ich kann es absolut noch nicht einschätzen. Ich hoffe sehr viele, aber ich kann es nicht sagen.